Herzlich willkommen im Gaming Room von Smack Boom zur zweiten Leidensstunde mit Jörn. Mit Björn. Ja, und Jump King. Also wir haben tatsächlich, und das steht in den Statistiken des Spiels, bisher 1746 Sprünge gemeistert und 213 Stürze. Also für mich hört sich das in einer sehr guten Statistik an. Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt ablaufen wird. Wir sind ja beim letzten Mal tatsächlich, oder was heißt tatsächlich, wir haben es mit Mühe und Not in die zweite Welt geschafft, sind aber ganz am Ende wieder ganz, ganz, ganz an den Anfang gefallen. Das heißt, wir starten wirklich vom Startpunkt. Ja, und haben da gespeichert und... Björn, rechne doch mal bitte für mich 1746 durch 213, damit wir wissen, auf wie viele Sprünge ein Sturz kommt. 5. Nein, aber ich kann das wirklich mal rechnen. Soll ich das machen? Ja, mach das mal bitte. Warte mal, ich rechne mal. 1746 durch, was war das? 213. Wir sind jetzt immer noch bei Versuch 1. Wir sind einfach so eiskalt und ziehen es weiter durch. Ey, voll, auf jeden Fall. 17,2 und am Ende werden wir wahrscheinlich bei 1 Million Sprünge sein. 8,2. Das ist ganz schön wenig, oder? Ja. Das heißt, wir sind mega gut? Ja, ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, wir fangen an. Lasset den Frust beginnen. Ja, zu hoch geflogen. Ne? Ach, guck mal. Da ist die Capture Card abgestürzt. Einen Moment. Da warte ich noch mal kurz und gehe hier hin und her. Damit wir ihr das komplette Elend live mit uns zusammen erleben könnt und dürft, springe ich jetzt noch nicht ein einziges Mal und ich versuche, auf mehr als 8, irgendwas Sprünge zu kommen, bevor ich stürze. Kannst du machen. Wir können ja mitzählen. 1. Jetzt wird es erst mal interessant. Eine Woche nicht gespielt und jetzt wird es wirklich interessant. 2. Oh Gott, wie war das denn jetzt hier nochmal? Schönen guten Abend euch allen. Hallo. 3. War das 3 oder war es schon 4? 4. Ich habe schon das 10 vergessen, ich weiß nicht. Ja, okay. Und schon verkackt. Okay. Du haust den Score nach unten. Du haust den Score nach unten. Aber das war jetzt erstmal zum Warmwerden. Ab jetzt wird es nämlich richtig gut. Aber das Schlimme ist, Jörn. Ja. Ja, das war geplant, ne? Ja. Das Schlimme ist, Jörn, ich muss auch wieder warm werden. Und, Das zählt doch schon als Sturz wahrscheinlich, ne? Ich hasse es jetzt schon wieder. Ich hasse es jetzt schon wieder. Oh Gott, ey. Also das zählt auf jeden Fall als Sturz. Das nicht. Du bist zu nah dran. Haha! Wolltest du das machen? Ich bin nicht zu nah dran. Ja, okay. Nee, das Ziel des Spiels ist leider nicht den Boden zu treffen, sondern nach ganz oben zu kommen. Oder meinst du mit Boden immer den Boden der jeweiligen Plattform? Weil nach unten zu kommen, definitiv nicht. Ich glaube... Das ist der Fail des Spiels. Ich glaube, das war ein Spruch gegen den armen Jörn. Ich weiß es. Der sich wirklich hier... komplett abrackert, das ist super schwer. Den kannst du noch, ne? Siehst du, guck mal. Das war immer mein Problem. Nein, oh nein! Komm, das schaffst du jetzt, ey. Komm, das schaffst du, Otto. Richtig. Feuern wir uns Bam. An. Das Alter Jörn. Ist unser Motto. Nicht so nervös. Ganz ruhig. Wusa. Muss ich dir wieder die Ohrläppchen streicheln? Ja. Sehr gut. Das gibt es doch nicht. Boah, ich muss jetzt... Achso, du machst einfach weiter. Okay. Ich muss jetzt einmal zumindest kurz diesen einen Sprung schaffen und dann... Da kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Ach, guck mal, jetzt habe ich, glaube ich, den Bogen wieder raus. Ja, pass auf. Bin gespannt. Sehr gut. So, und hier komplett durchziehen und dann oben drauf. Hier noch so einen kleinen... Sehr gut. Klein. Ja. So. Du bist ja wieder für gemacht. Ja, sehr schönes Douglas Adams Zitat. So, hier. So mehr an die Kante, genau so. Ja, jetzt nur dieser kurze. Oh, nicht so kurz. Danke. Aber ich hätte schwören können, dass es genau derselbe kurze ist wie bei dem anderen Moped. Okay. Sehr gut. Sehr gut, jetzt feste. Warte mal, jetzt. Richtig feste nach rechts. Ganz hoch, ne? Richtig feste nach rechts. Genau, ja. Jetzt nicht ganz so feste. Jetzt wieder richtig feste. Und den habe ich
immer mit, also mit dem hatte ich immer Probleme. Du auch, okay. Scheiße. Wie war das hier nochmal? Nicht ganz, ne? So, nicht ganz richtig. Du bist auf jeden Fall in der Aufnahme von letzter Woche gelandet. Ja, wir, natürlich kennst du das. Wir sind ja wieder am Ende ganz nach unten gefallen. Aber guck mal, wie schnell das jetzt geht. Guck mal, wie gut du das geschafft hast. Und gleich gibst du mir das Pad und ich kack voll nach unten ab. Willst du jetzt mal weitermachen? Ab jetzt schon. Ja, musst du nicht ganz unten starten. Ja, super. Ich habe doch trotzdem kein Feeling mehr wie... Ja. Hallo, es war wie ein junger Gott, wie ein Reh bist du darüber gesprungen. Ja, genau. Ja. Boah. Okay. Außerdem, wir müssen das jetzt zusammen machen hier. Perfekt. Okay. Sehr gut, sehr, sehr gut. Guck mal, ey, als ob du nie was anderes gemacht hättest. Wir sind jetzt schon besser als... Nein! Halt doch die Klappe, Mann! Zum letzten Mal. Ey, du bist nicht da runtergefallen, ja? Ja, noch nicht. Den Level kennen wir doch schon, ja. Schön für euch. Alle hauen schon wieder ab hier, so. Ne? Den Level haben wir auch schon gesehen. Der war richtig gut und richtig präzise. Ausgezeichnet. Das ist, das steht auf meiner Vita. Richtig gut und richtig präzise. Hat man jetzt hier gesehen. Ja, voll. Toll. Da auch. Da hat man es auch gesehen. Krieg jetzt schon wieder Wutkrämpfe gleich, ey. Ich bin noch entspannt. Also ich habe tatsächlich wieder Energie getankt seit letzter Woche. Ich fürchte aber, dass es weniger als 10 Minuten dauern wird, bis diese Energie wieder verbraucht ist. Und es ist tatsächlich auch, wenn man das Spiel selber noch nie gespielt hat. Ich glaube, der eine oder andere im Chat hat es ja schon gespielt. Das gibt's doch nicht. Ich kriege diesen scheiß Sprung nicht hin. Diese Sprungphysik ist schwierig zu beschreiben, wenn man sie nicht selber mal ausprobiert hat. Oh, ey. Es ist ein sehr interessantes Konzept, funktioniert so an sich ganz gut. Die Sache ist natürlich, dass die sich hier sehr fiese Sprünge ausgedacht haben. Aber es ist eine sehr, sehr schwierig zu beschreibende Sprungphysik. Oh, das war knapp. Das war super knapp. Ey, spiel nicht auf die Kotzboden endlich, von gestern. Endlich. Wir wollen nicht die Kotzboden von gestern. Endlich. Die haben mir keine Energie gegeben. So, hier nicht ganz durchziehen. Ja. Fuck, ey. Och, Mann! Ich kotz ab, echt ohne Scheiß. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube noch ein Stück. Ich wollte gerade sagen, der hat doch eigentlich immer geklappt, der Sprung. Dieses Grillenzirpen, das ist am allerschlimmsten. Es macht mich so herbe aggressiv. Vor allem, weil es halt so ein Taunting gegen uns ist. Boah, ich kotz ab, echt. Ja, es ist auch schon gut. Es ist schon gut. Was gab's denn bei euch zum Mittagessen heute eigentlich? Schnitzel mit Pommes. In der Kantine. Ja, ich habe heute gar nicht richtig zum Mittag gegessen, deswegen habe ich mir gerade einen Thunfisch-Wrap aus dem Rewe reingezogen. Ja, schön, danke. Fürs Aufmerksam machen. Ich finde aber gut, dass wir den einen oder anderen Statistiker bei uns auch im Chat haben, der uns darauf hinweist. Oh, hier, ey. Ey, Mann! Da habe ich doch gerade schon angefangen. Ja, kannst du nochmal anfangen. Okay. Ja, easy. Ja, mega easy. Oh. Ah, Mist, diesmal hat es nicht geklappt. Also. Sehr gut. Ja, volle Pulle. Ja, ganz kurze. Okay. Nein! Wenn wir heute um 10 fertig sind, Jörn, hätte ich ganz gern, dass wir nicht mehr diese grüne Welt hier sehen. Hättest du das doch nicht gesagt? Aber warum hältst du denn noch weiter nach rechts, wenn du fällst?
Das verstehe ich nicht. Das hast du jetzt schon, das ist ja gerade schon ein paar Mal passiert an der Stelle. Das ist dann eh egal. Nein, das war doch schon richtig eigentlich. Ja, das war mega richtig. Wenn du wieder ganz unten landest, bin ich wieder. Du bist auch gerne eher wieder dran. Ja. Fantastisch. Ja. Ach Mann. Der Sprung, den finde ich richtig schwer. Ja, den fand ich ja beim letzten Mal schon so richtig mies. Nein. Ach, wieder nicht, ey. Das gibt's doch nicht. Bub. Ja, noch drauf. Ah, das war jetzt zu knapp. Mhm. Ist mir auch aufgefallen. Also, man merkt das daran, dass er zu knapp ist, weil man dann davor stößt, ne? Bin ich zu knapp? Bin ich? Oh, ja. Sehr gut. Guck mal. Nein! Oh, da, ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass du jetzt zu fest drückst und dann oben gegen ein Blockhaus. Blockhaus. Ist das nicht ein Steakhaus? Ja, ne? Oh, boah, war das knapp, Alter. Da war ich direkt genau in der Kante. Jetzt war on point. Hier genau durchziehen. Ganz feste, ganz feste. Genau, jetzt hier nicht ganz so feste. Feste. Und jetzt mach, was du willst. Ich habe keinen Schimmer. Sehr gut. Kurz, kurz. Nicht so kurz. Nein! Ja. Okay, mein Schrei hat gesagt, die Energie ist schon weg. Ja, auf jeden Fall, ja. Blöp. Blöp. Ja. Dem hatte ich gerade ultra viel Probleme mit dem Sprung. Sehr gut. Ein klein bisschen mehr als gerade. Das gibt's doch nicht! Du hast wieder nur getippt. Ja, aber ich wollte ein bisschen... Ja. Boah, das war auch wieder sehr knapp. Ja. Das war zu weit. Ja, bitte. Das gibt's nicht, ey. An der Stelle, ne? Hättest du nicht gerade, als du schon ein eher runtergefallen bist, abgehen können, jetzt könnte ich wieder diesen Kacksprung hier machen. Der mega easy ist. Ist aber, also das war ja gar kein Problem. Ja. Dass ich jetzt oben diese Tippelsprünge, wie war das nochmal? Plöpp, plöpp, plöpp. Ja, plöpp, plöpp, plöpp. Ich muss plöpp, plöpp, plöpp machen. Hätte ich da mal plöpp, plöpp, plöpp gemacht. Ja, hättest du mal. Nice, 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 nice. Nein, nein, nein. Okay. Ah, sehr gut. Manchmal ist das Spiel dann doch verzeihlich, dass du jetzt auf dem Block gekommen bist. Das also war, nein! Verzeihlich fand ich das jetzt nicht. Ach so, da oben ist das. Ah, sehr gut. Den finde ich auch sehr schwierig. Also, wow. Den hatte ich beim letzten Mal schon immer. Ja. Jedes Mal. Björn das Reh, so nennt man ihn auch. Ja, kommt drauf an, ne? Das war zu viel. Fuck. Vorgemerkt. Das war zu wenig. Wie geil, dass man jetzt ganz kurz den oberen Bildschirm gesehen hat. Wie schön, dass wir hier auch. Nein, das war zu viel. Oh, doch nicht, ey. Teilweise Glück gehabt, die ey. Sprünge auswendig wissen, wie man es machen muss. Aber dann kommen wieder diese Sprünge, wo wir. Komplett versauen. Sauer jetzt. Ey, ohne Kackas. Alter, ich kotze ab, ne? Oh. Ey, die ohne... Mann, nein! Diese kurzen Sprünge... Ja. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass sie beim letzten Mal nicht so schwierig waren. Dass wir, also ich hatte letztes Mal schon Probleme mit diesen kurzen Sprüngen. Das war schon immer so. Ich will immer hoch hinaus. Ja, im Chat wurde ja aber schon was von Icarus geschrieben. Ja. Ne? Merkt ihr das? Oh. Das war fast so wie ich, als ich so genau an die Kante kam, aber leider nicht ganz. Einfach die Klappe, ey.
Bist nur an einer Kante, Alter. Nämlich an ganz, ganz kurz auf der Schippe des Todes, ey. Jetzt lässt du wieder an mir hier Wer dieses. hat mir denn gerade Schläge angedroht? Ja, das war auch zu Recht. Nee. Wer springt denn auch so? Also jetzt mal Ich? ohne Kack. Junge Götter. Hast du gesehen? Guck mal hier, zack. Wollen wir es auf Halbgott Nein. runtertunen, oder? Nein, wollen wir nicht. Nee, okay. Okay. Wollen wir gar Ey, die nicht. Klatschgeräusche sind wirklich ohne Kack das Beste. Ich würde mich noch freuen, wenn es noch mehr Animationen gäbe, wie er auf den Boden klatscht, um uns den Spieler noch mehr zu verhöhnen. Nein! Oh, ich dachte, vom Timing her ist er sogar noch fast kürzer als der Sprung davor. Guck mal, Boah, das war wie richtig easy der gut. ist, Das ne? war richtig. Jedes Ich Mal kann ihn sagst du nicht. das. Kann ihn nicht. Ja, weil ich so beeindruckt bin, dass du diesen Sprung so gut kannst. Aber der ist doch mit der einfachste Sprung hier überhaupt. Nee. Jetzt So, aber, ey. jetzt. Nice. Nice. Fickerei. War da nicht auch, es ist doch blöpp, 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 oder nicht? Also immer kurz. Das war jetzt aber leider an die Decke. Ja, ich gehe ja auch gleich an die Decke. Nein, das war zu fest. Nein, das war. Aber das Spiel verleitet einen dazu, ganz komische Geräusche zu machen. Nein, doch. Hat der Sprung mal nicht geklappt. So. Der aber auch gut, sehr gut. Ey, das gibt's doch nicht! Kotz ab, ey. Wie lange muss man denn da drücken, damit es die richtige Länge ist, damit man nicht zu weit oder zu kurz springt? Das ist doch Mist! Eine Grasbohne? Ach so, boah, nee, nicht das Zeug von gestern. Ja, Ey, Gras war noch okay. aber abseits davon, es ist tatsächlich so, dass ich vorhin mit diesen Bohnen von gestern in Kontakt kam. Jörn hat sie mir tatsächlich angeboten. Ich habe sie abgewiesen. Das ist auch eigentlich die richtige Entscheidung. Das sollte man nicht, man sollte die nicht essen. Man sollte die wirklich nicht essen. So, jetzt. Okay. Ach, das war der Sprung, mit dem ich gestern, letzte Woche sehr viele Probleme hatte. Dann ganz am Ende hatte ich den Nein! drauf. Nein! Nein! Oh, ey. Yay! Und weg! Oh cool, eine neue Welt! Ja! Oh. Aber ey, Ja. ihr habt sie gesehen! Das war kein Fake! Ey, ich bin nicht ganz unten gelandet, ja? Das Spiel ist so Ganz, ganz demoralisierend, ehrlich, ne? doch, wir sind ganz unten gelandet. Ganz, ganz unten. Das Spiel ist so demoralisierend, Ja, ist das aber geht auch gar nicht. belohnend, wenn man es doch geschafft hat, dann immer. Geschafft? Was haben wir denn hier Ja, geschafft? das hier, guck mal, wie easy wir immer darauf kommen jetzt mittlerweile. Ist doch voll gut. Was hatten wir letzte Woche Probleme hier alleine in diesen Abschnitten? Und wir kommen ja jetzt immerhin schon mal bis dahin. Oder auch nicht. Aber ja gut. Boah, das war auch wieder arschknapp. Diesen ganzen. Boah. Ey, wenn wir um 22 Uhr wieder da ganz unten sind, ne? Dann kotze ich in das Mikro Dann hier. spiele ich das Spiel Ernsthaft, nie, ey, ey. und Dann fresse ich deine Popeldinger da. dann spiele ich das Spiel einfach nie wieder. Ist mir egal. So, einfach durchziehen, Ja, hier auch einfach voll. Sehr durchziehen. gut. Hier einmal so einen Voll kurzen, gut. einmal so Total. halb. Ja. Oh, das war schon Ein fast zu viel. bisschen weniger jetzt. Ja, nicht so wenig. Oh, Mist, Nicht so ey. wenig. Also ein bisschen weniger nur als gerade.
Das war, was du gemacht hast, war zu wenig. Ey. Also. Ich zeig dir eigentlich, was zu viel ist. Aber das hast du doch gut hingekriegt jetzt. Ich hatte kurzzeitig, dachte ich, ey, da ist ein Pro dran. Das wird ein Speedrun jetzt. Ja, dachte ich auch. Guck dir das an. Zack, ey. Ich meine, der Weltrekord lag ja bei 4 Minuten noch was. 1, glaube ich, ne? 4-1? 4-1 kann sein. Ich meine, ey, ich wäre schon zufrieden, wenn wir es in 4 Stunden einschaffen. Ja, das stimmt. Und selbst das werden wir nicht packen, Alter. Wir haben ja jetzt schon mindestens knapp, wir haben jetzt 20.21 Uhr, also werden wir so fast 2 Stunden auf dem Buckel haben mit dem Spiel, ne? Ich glaube, am Anfang waren es, glaube ich, 1 Stunde 27 stand da, glaube ich. Okay. Ja, passt doch fast 2 Stunden. Ja. So, jetzt hab, ich habe gerade ein gutes Gefühl. An der Stelle waren wir schon so mega oft, ein richtig gutes Gefühl. Und dann der Sprung, den wir immer packen, einfach mal nicht geschafft. Ich hatte auch dieses gute Gefühl, dass es diesmal nicht geklappt. Nee, das war zu wenig. Ja, das war zu wenig, ne? Ja, das war fast zu viel, aber guck mal, sehr gut. Fantastisch, wie ein junges Reh auch. Ja, guck dir das an, der Jörnemann. Der Jörnemann. Zack. Fast wieder nach unten gefallen, aber der lacht dann nur drüber. Haha, sagt er. Ich mach das nochmal, weil es so schön war. Wow. Ja, vom Feeling her hatte er ein gutes Gefühl, genau. Nein, ich... Ja, wie auch immer, du bist du wieder. Ja, ohne Controller keine Competition, ne? Aha. So geht das hier, ne? So leicht, dann so, zack, dann macht man den so. So macht man den gar nicht. So macht man den, ne? Nee, ich wollte nochmal, so hast du das gerade gemacht, ne? Und dann. Genau, den habe ich auch so gemacht. Das stimmt tatsächlich. Versager, ey. Gar nicht wahr, sag das nicht. Du hast recht, man sollte der Realität nie ins Auge sehen. Oh, schon wieder, ey. Jetzt krieg ich den nicht mehr hin. So habe ich den aber nicht gemacht. Nee, das stimmt. Das war zu viel. Das war zu viel. Ich hasse diesen Moment, in dem man diesen Controller in der Hand hat, auf den Button drückt und schon weiß, bevor man loslässt, scheiße, das war viel zu viel. Ja. Und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst nicht abbrechen, gar nichts. Warum wird dir gelacht? Warum wird dir gelacht? Herr Thiemann, was soll das? Das ist nicht lustig. Das sind seelische Schmerzen, die sich so weit ausweiten, dass sie zu körperlichen Schmerzen werden. Das ist tatsächlich so ein bisschen Selbstgeißelung, ne? Zu viel Arbeit. Nein, der war super, richtig gut, ey. Ein richtiger Björn. Genau, und hier war halt, hatte ich jetzt gerade ja diesen Moment, wo ich zu lang gedrückt hatte, wo ich wusste, nee, es reicht. Boah, knapp. Nein, alles geplant. Wusste ganz genau, dass das passiert. Genauso wie das. Ey, ich dachte, der wäre gut und dann, ja, Dachte ich tatsächlich auch. War er aber nicht. Immerhin bist du auf der Plattform genommen, nicht auf der da drunter. Die Zuschauer die Zuschauer freuen sich doch. Jedes Mal, wenn wir runterstürzen, sitzen die Zuschauer so zu Hause. Aber wir müssten uns eigentlich, stell dir mal vor, wir geben uns für jedes Mal runterfallen eine Backpfeife. Nee. Nee, dann machen wir nicht. Und bevor es jemand vorschlägt, nein, wir trinken auch keinen kurzen für jedes Mal. Oh Mann, nee! Mir tut der Bauch weh. Das Ja ist doch jetzt auf die Backpfeifen bezogen, oder? Das macht. Nein, das gibt's nicht. Es gibt weder Backpfeifen noch einen kurzen für jeden Sturz. Beides würde im Toten münden. Das stimmt tatsächlich. Das wollen wir nicht. Boah, Alter. Aber ab da wird's leichter. Hm? Du Arsch, ey. Alter, einfach mal die Pfanne.
Oh, der Wahnsinn setzt schon wieder ein. Es ging schnell diesmal. Es gibt keine Bug mehr. Ja, wie Bud Spencer und Terrence, nee, klar. Aber auch klar ist, wer wäre von uns, ne? Du bist doch blond. Ja, ich bin aber auch leider der Dickmops. Wir haben ja mal, wie heißt das nochmal? Slappin' Beans? Slappin' Beans, genau, das Bud Spencer und Terrence Hill Spiel gespielt. Und da haben wir ja unsere Gesichter tatsächlich auf die damals drauf gemacht. Ja. Ach, Mann! Und da guck, wie einfach der Sprung ist. Super einfach. Und da war ich doch Bud Spencer. Nee, ich war Bud Spencer. Ich weiß, ich wollte nur, dass du es sagst. Ich glaube, davon soll eine Fortsetzung kommen. Ja, ja. Die zocken wir dann aber auch. Oh, Mann, ja, die zocken wir auch. Ich hoffe, die wird genauso gut, aber weniger verbuggt. Das war so ein bisschen das Problem von dem Slap and Beans. Das Konzept war super, vor allem war auch voll viel Varianz drin, obwohl es so ein Beat'em-up war. Und dann war es aber leider krass verbuggt zwischendurch. Okay. 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 Ja, es ist schön, dass du eine andere Welt siehst. So, guck mal, ich hab's noch mal geschafft. Da ist die andere Welt. Das Lagerfeuer haben wir heute noch nicht so oft gehabt. Das stimmt. Das war beim letzten Mal wesentlich öfter. Aber die Position, ich meine auch, die Position ist sehr richtig. Das war natürlich nicht so gut. Nee, das gibt's doch gar nicht. Aber nein! Ich wollte hoch. Das war ein Sicherheitssprung, ja. Das war ein Sicherheitssprung. Nicht wieder runter. Ich hasse es, ich hasse es einfach. Ich will das einfach nicht mehr. Aber schön, dass ihr mit uns leidet. Und ja, jedes Mal haben wir das jetzt hier, ne? Oh, die andere Welt, oh, vorbei. Jetzt müssen wir. Zu viel! Jetzt müssen wir es im Chat auch zeigen, ja. Man, wir sind ja gerade mal 27 Minuten dabei, also. In 27 Minuten sind wir das letzte Mal nicht so hoch gekommen. Ja, aber diesmal haben wir auch noch die Übung aus der letzten Woche. Die Übung? Ich weiß nichts mehr von vorher. Da, siehst du es nicht? Eindeutig. Ja. Scheiße, wie komme ich jetzt? Achso, ja. Da links. Da ja, aber es war nicht ganz feste. Deshalb, ich war ganz kurz, wusste ich nicht mehr, wie fest ich drücken muss. Also, es ist voll schlimm, wenn es schon so weit ist, dass man einfach die Orientierung verliert, ne? Also, ich verliere nie die Orientierung auf diesem Sprung, ey. Sehr gut. Das ist der einfachste Sprung im ganzen Spiel. Nee, finde ich nicht. Ich hab das irgendwie. So. Nice. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab nur den kurzen gemacht. Ja, es ist zu weit, Alter, hier, ey. Ey, da soll ich jetzt wieder. Ja, komm mal da oben hin, ich bin doch auch gerade da gestartet. Boah, ey. Da ist das Lagerfeuer. Ich kann das nicht mehr. Jetzt war ich schon so lange nicht mehr dran, ich weiß nicht mehr, wie das geht, ey. Mhm. Ich lege mir mal so ein Opa-Kissen auf den Bauch, dann ist der Controller gleich höher. Dann geht's rapzapp in die nächste Welt, ey. Von Heldenjump, ja. Jump! Martin, jump! Sehr gut, guck mal, ganz einfach, Björn. Guck mal, zack. Scheiße. Wie ein junger Gott. Ja. Boah. Es macht viel mehr Spaß zuzugucken, ey. Ja. Ja, vor allem so Sachen, die man tausendmal immer wieder gemeistert hat, wenn die dann einfach nicht klappen. Sehr gut. Ab durchziehen, ja, genau. Passt. Ja, guck mal da. Zack. Bist du auch wieder da. Ach,
Scheiße, ey, da habe ich jetzt zu lange gedrückt. Jetzt habe ich ein gutes. Wo bist du denn bis jetzt immer gescheitert halt? Also du bist bisher, also jetzt, heute war nur ich immer in diesem oberen, ne? Wo ich gescheitert war, war immer vor diesem Kurzsprung, ne? Diesen, ja, ja, genau, da okay. Bin ich gescheitert. Da ist am besten, hatte ich jetzt gerade das Gefühl, sich mittig stellen dann und die kurzen Sprünge zu machen und auf der letzten Plattform so ziemlich weit nach links und dann einen kurzen Sprung. Das gibt's doch nicht! Aber ist doch passiert, wenn du sagst, das gibt's nicht, aber das gab es doch gerade, oder? Alter, Junge. Ne? War das nicht so? Ich sag dir, was es gleich gibt. Dich nicht mehr. Willst du deinen neuesten Fausttanz aufhören, ja, oder was? Zack, mega. Da, guck mal, zack, so, nochmal genauso. Auch gerade Probleme. Ja. Shit, ey. Jetzt machst du den, aber jetzt guck mal, du hast ihn jetzt schon so oft bei mir gesehen, den machst du jetzt ganz easy. Zack, guck dir das an. Super leicht. Ich sag, du hast der einfachste Sprung im ganzen Spiel. Und du lachst mich aus. Ich lache dich nicht aus. Ich hab dich bewundert. Nein, überhaupt nicht. Hast. Ach, als ob du mich bewundern würdest, ey. Da, mach nochmal. Easy, ja, oder? Super easy. Total. Deswegen bin ich auch nur noch runtergesprungen, ja, zu gucken, ob wir machen, es wirklich... Ey, wir machen das nur noch halt, das ist so eine Trainingsstufe und dann bringen wir Leuten bei, wie dieser Sprung funktioniert. Ist gar nicht. Wir machen eine Jump-King-Schule auf und es geht nur um diesen einen Sprung. Das gibt's doch nicht. Ja, wir machen das ja absichtlich, um immer diesen Sprung zu machen. Jetzt habe ich aber nicht den Sprung. Ja, aber du, das kriegst du schon wieder hin, dass du da mal wieder landest. Alter, Mann. Da bin ich mir recht sicher. Also ich mache mir... Keine Illusion, dass du nicht nochmal wieder diesen Sprung machen musst. Ui. Ja. Okay. Ah, okay. Mhm. Sehr gut. Voll. Ja. Bisschen. Nein, nein, nein. Mitte. Ja. Und ja, sehr gut. Und volle Pulle rechts. Bam! Boah. Da war ihr. Sehr schön. So, einmal kurz ein Stückchen. Jetzt darfst du das versauen, was ich schon zweimal versaut habe. Es wäre so schön. Ey, ich wollte gerade sagen, wollen wir das speichern? Was bringt auch nichts? Dann ist ja auch doof dann. Zu kurz. Ja! Ja! Volle Pulle gegen die Wand. Sehr gut. So, ey, diesmal konnte er nicht schreiben. Oh, neue Welt und weg. Ja, egal, ja, wird jetzt gleich wieder passieren. Da, sag ich doch. Na, alles gut, alles gut. Sehr schön. Ich wünschte, es wird so eine Rückfallebene jetzt geben, weißt du? Ja. Dass man ja jetzt nicht wieder gleich den Plumsi macht, ey. Das Uns steht schon mal im Chat. Ja, volle Pulle rechts. Zack, volle Pulle rechts. Guck mal. Nein, das war zu kurz. Das war zu kurz. Scheiße. Na, oh. Oh, ich dachte, du fällst, ey. Ah, nee, ich wollte es spannend machen. Ja, sehr gut. Das kennt man nicht. Den Thrilleur. Ne? Thrillern. Thrillern. It's just a Thriller. Thrillern. Das gibt's doch nicht, ey. Badum, dum, 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 dum. Badum, dum, dum, dum. Das gibt's doch nicht. Ey. Das gibt's doch einfach nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Das. Okay, das kann ich jetzt auch mal. Das gibt's doch einfach nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, 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 Mann. Hier ist volle Pulle, ne? Ja, okay. Ja. Scheiße! Scheiße heißt das. Scheiße. Und da ist das Feuer. Ja, 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 ja. Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey.
Sind wir die schlechtesten Spieler in der Geschichte dieses Spiels? Das glaube ich nicht. Definitiv nicht. Da gibt's einige, die viel schlechter werden. Ein paar davon sehe ich hier im Chat. Ich schicke uns alle nachher ihre Speedrun-Zelle. Challenge accepted. Ich nehme einfach irgendwelche YouTube-Videos auf. Hier, guck mal, wie ich das gemacht habe. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt war ich schon da oben, ey. Ey, ganz ruhig, ich komme da wieder hin. Und dann gebe ich dir das Pad, dann kannst du es nochmal machen. Ja? Okay. Kannst du es auch mal machen? Ich kann das auch mal machen. Ja, scheinbar nicht, Mann! Wow! Ja. Warum ist das denn so gemein, ey? Warum ist das denn so gemein? Ja. Ich hasse jede Faser dieses Spiels, ey. Das ist so nah. Ich wusste schon, als ich diesen verkackten Button gedrückt habe, dass es zu feste ist, ey. Ach, Mann. Es irritiert mich einfach zutiefst, dass man dieses Spiel in 4 Minuten schaffen kann. Das kann keiner schaffen. Das war eine KI. Ja gut. Ja. Egal. Fantastisch. Ich wollte nur einmal deine Reaktion testen, halt, was dann kommt. Und ich fand's gut, dass du so mitleidest. Ich wollte nur wissen, ob deine Gefühle mir gegenüber noch nicht abgestorben sind. Meine Gefühle mir selber gegenüber sind inzwischen abgestorben. Du hast damit nichts zu tun hier gerade. Ja, aber ist ja nicht so, dass das war zu feste! Es war wieder zu feste, ey! Das auch. Oh Gott, jetzt fällt das Bett hier schon durch die Gegend. Böp. Es gibt es doch nicht. Das schaffst du, Otto. Was machst du denn da jetzt immer? Mann, ey! Was weiß ich, was ich da mache? Ich mach das doch nicht absichtlich. Sehr gut. So wollen wir das. Ein bekackter Wald, ey. Warum ist der Baum mitten in der Luft? Die paar Wurzeln, die halten ihn da oben, oder was? Sauber, das ist genau deine Passage hier alles. Ja, genau. Ja, voll. Voll mein Ding. Ich wollte dir ein bisschen Mut zusprechen. Ja, hast du richtig gut geschafft, ey. Ich hab's versucht. Ja. Zu feste. Nein. Ah, dann war gut, war gut. Ja, das war. Unendliche Langeweile. Oh nein! Oh, boah, ey, das haben wir noch nie gesehen. Das gab's heute schon 5-mal. Nee, nicht, dass du auf dem da drückst. Ich hatte das schon heute. Nein, da doch. Bestimmt nicht 5-mal. Doch, ey, kann das einer klippen, bitte? Das war zu Beginn schon. Ich hatte das auf jeden Fall. Du hast jetzt 5-mal gesagt. Das war auf keinen Fall 5-mal. Aber schon 2-mal hatte ich das auf jeden Fall schon. Ja, wenn es jetzt das 2. Mal war. Nee. Oh Gott, das. Jetzt fängt das Spiel schon an, dass wir aufeinander losgehen, ja. Das ist das Ziel von diesem Machwerk. Machwerk. Das gibt's doch auch einfach nicht. Dieses Timing, das man da haben muss. Wie kann
kann man das denn perfekt können, ey? Ich verstehe diese Leute nicht, die das in 4 Minuten irgendwas durchspielen können. Ich raff's gar nicht gerade, ey. Hey. Hey, was? Dein Sprung. Wenn du den das erstmal verkackst, dann wissen wir, dass... Ich hab den schon ein paar Mal verkackt. Nein. Clip das bitte. So, und jetzt aber. Guck mal, jetzt, ab jetzt kann nichts mehr schief gehen. My bad. Jinxed, ja. So. Oh. Das ist, ey. Sauber. Strike, ey. Strike. Nice. Nein, zu fest. Ja, es war so dumm. Ey, es war wieder dieses... Ich hab drauf gedrückt und ich wusste in dem Moment, dass es Bullshit ist, was ich da mache. Ja, guck mal hier. Oh, ist noch nie passiert. Gott sei Dank, ey. Was soll es hier mit dem... Oh, diese, weißt du? Nein, ist auch zu fest hier, ey. Oh, so, ich bin bereit. Denn. So. Jetzt geht's rüber. Wenn ich den Sprung jetzt verkackt hätte, würde ich ja in die Decke springen, ne? Ja, der Wahnsinn hat auf jeden Fall nicht lange auf sich warten lassen. Klong, klong. Ja. So. Ach, hier war volle Pulle. Hier nicht. Genau, dann nicht. Da wieder volle Pulle. Hier nur so ein bisschen. So, ja, da wieder so ein bisschen. Also die beiden Sprünge sind ja ultra ähnlich zueinander. Und das ist so dieses Timing, was ich endlich drauf habe. Ich kriege immer voll schwierig hin. Ich habe ganz großes Problem mit den drei Plattformen da oben. Und mir macht tatsächlich dieser O-Neue-Welt-Sprung, der erste, macht mir immer Probleme. Ah, Mist. Sag einfach... Klong. Ach, ich Trottel. Kannst du deine Beine mal an? Was? Alles gut. So, warte. Ah, fuck. So. Boah, ich hab's... Du bist ja schon wieder da. Ja. Ich dachte, du wärst schon höher. Ich dachte jetzt, dass du mir sagst, oh, ich dachte, du wärst weiter runtergefallen. Nee, ich dachte, du spielst es jetzt durch. An den Rand und plöpp. Ja. Plöpp, an den Rand und plöpp. Nicht so. Ach, Mann! Wir haben schon bei ich trottel, ey. Lost Levels verfestigt. Wir sind keine Vollidioten, wir sind nur Tölpel. Wie ich hier bitte unter Beweis gestellt habe. Ja. Da auch schon wieder, was mache ich denn da? Auf einmal zieh ich da voll durch, ey. So. Ich kann dir nicht schon wieder die Ohren kraulen. Das geht nicht. Hat ja eh nicht so lange geholfen, also. Entschuldigung. Boah, ich hab gerade. Soll ich erstmal wieder? Warte, ich glaube, ich hab's jetzt. Ab und zu ja muss man auch einfach mal schreien. Einfach mal rauslassen. Einfach mal der Wut in die Fresse schlagen. So, hier kann ich durchziehen, ist egal. Gerade hat das immer geklappt. Mhm. Ja, gut. Sag ja, der leichteste Sprung im Spiel. Boah! Nein, ich war doch schon drauf.
Du gleich wieder, oder? Ja, ey, mach. Wie du dich wohlfühlst. Danke, dass ihr noch bei uns seid. Da kommst ihr hin, da kommt ihr nicht hin. Aber ich habe trotzdem Probleme mit den drei Plattformen da oben. So. Ja. Ja. Ich gebe zu, der Sprung zu den drei Plattformen, der hier den finde ich auch sehr schwer. Aber du musst den genauso machen wie den auf die Plattform, die du jetzt gerade gemacht hast. Ne, du warst zu mittig dafür. Ja, weil der ja. Macht ganz links. Da war ich jetzt auch zu hektisch, muss ich gestehen. Ja, das Spiel verbreitet auch voll die Hektik, ne? Weil der Bildschirm die ganze Zeit mitscrollt und die ganzen Gummas da sind. Du weißt doch, wie das ist. Dass du dann auf einmal, jetzt war ich schon da oben und jetzt will ich unbedingt dahin. Ja. Du warst so hektisch, wie als wenn du dir 5 Jelly Beans, die nach Kotze, Rotze, faulen Eiern, Erde und Regenwürmern schmecken, in den Mund steckst und so machst, ne? Mach das erstmal. Ich sag dir, mach das erstmal. Nee, will ich gar nicht. Das ist dein Format. Du hast dir das ausgesucht. Da, guck mal. Oh, das hat ja noch keiner geschafft, da hinzukommen. Der Sprung ist inzwischen tatsächlich relativ easy. Der ist mega easy. Ich fuck, ey. Aber ey, ich bin zumindest nicht ganz runtergeknallt. Nee, was mache ich jetzt? Wir werden hier schon mit schlimmen Autounfällen gleichgesetzt. Das ist unfair. Es ist wirklich, es ist so schwer, ey. Ja, so schwer ist es nicht. Guck mal. Warum war ich gerade so dumm? Warum bin ich da so hektisch geworden? Keine Ahnung. Warum fällt er denn ganz durch, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mich schon gefreut, dass ich diesen Scheißsprung auf die erste Plattform geschafft habe. Und dann fällt er einfach ganz nach unten. A whole new world, ja, und es erinnert mich an South Park, wo die das Geld an der Bank anlegen. And it's gone! Das war zu viel. Ja. Und dann mit einem Fuß noch auf, ey. Laufen, bevor ich gedrückt habe. Das ist mir bisher noch gar nicht passiert. Mir ist es gerade auch einmal passiert. Wir schon kommen, dass wir in den nächsten, also im kompletten Jahr 2023 auch in unseren Einzelstreams auch alleine nur noch das spielen. Weißt du, was ich kommen sehe? Wie wir hier mit 82 Jahren oder sowas sitzen, halt so voll vergilbt, grauen, immer noch diese Scheißspiele spielen und immer noch genau da so. Sind. Ich so, oh, das Lagerfeuer. Das haben wir ja schon 3 Jahre lang nicht mehr gesehen. Ach ja. Sauber. Und das habe ich ja heute wirklich jetzt schon das 5. Mal oder so, dass ich da oben bin. Ja. Aber dieser Scheiß-Jump, ne? Ja, der war gut. Endlich. Nice! Endlich, ey. So, hier relativ wenig nur. Genau. Sehr gut.
So, der auch relativ wenig, das ist auch ganz easy. Der danach kommt, ja, ist okay. Oh. Ja, ich wollte nur einmal kurz nochmal unten nachgucken. Ich dachte, ich hätte da unten was gehört. Wollte nochmal kurz schauen, was da denn war. Nein, 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 nein! Da unten war gar nichts. Voll. Habe ich mich verhört. Was an der Legende ist, der alte Mann im Lagerfeuer, ein ehemaliger Spieler, ja. Ja, ey. Wir werden wahrscheinlich ihn in 80 Jahren ablösen. Wahrscheinlich ist es so. Schon viel älter als das Videospiel. Oh. Der ist auch der ist schon hart. Das war viel zu feste. Viel zu feste war das. Was war das hier nicht zu feste? Zu kurz ist bei dem egal, dann klatscht er halt davor, aber. Das stimmt. So ist das, ne? Klatscht er halt davor, wenn es zu fest. Ich hab doch nur getippt. Ich hab nur angetippt. Ich hab doch nur angetippt, ey. Wäre schön, wenn es das wäre, what she said. Ja, das war zu kurz. Oder hatte ich kurz Angst, dass es zu lang wird? Davor habe ich immer Angst. Ja, dann Soundeffekte hier auch. Die Grille ist weg. Ja, und der Sprung ist echt haarig. Sehr gut! Ja. So, wo muss man hier hin? Ich gucke erstmal nach oben. Okay, nach rechts einfach. Nach links? So, ja, fuck, ey. Ja, es wäre schlauer gewesen, nach links zu springen, weil nach rechts bist du genau an der Wand dran. Ja, cool! Weiß ich fürs nächste Mal. Falls ich da jemals wieder hinkommen sollte. Ja, scheiße. Nee, jetzt bin ich wieder nervös. Ja, viel Spaß. Nein, du! Ich hab doch gar nichts gemacht. Doch, du hast das Pad so hingelegt. Ja, was soll ich denn machen, ey? Meinst du, das war Absicht, oder was? Oh, ey! Ey, so lang waren wir noch nie da oben. Das war echt mal ein guter Run gerade. Ja, letzte Woche. Ich könnte mir so in den Arsch beißen hier, ey. Ey, wir machen aber den Deal jetzt, ohne Scheiß. Jetzt ganz kurz einmal. Bleib mal da jetzt stehen. Wenn heute 10 Uhr ist und wir heute aufhören und wir auf dieser Plattform sind und speichern, werden wir, wenn wir das nochmal neu spielen, falls wir da runterfallen sollten, immer von dieser Plattform aus wieder laden, oder? Halt, damit wir nicht immer halt dieses Level runterfallen, oder? Ja. Wobei, das ist auch doof. Dann musst du wieder zurückgehen und wieder so... Nur, wenn wir es beim nächsten Mal wieder neu starten. Ja, ja. Ach so, ja, genau, ja, das, ja. Also falls wir dann das übernächste Mal nicht wieder da hinkommen sollten, ne, dass wir dann trotzdem wieder da starten, ja. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, ja. Sehr gut. Boah, jetzt habe ich schon wieder alles verlernt in der kurzen Zeit. Ja. Ist doch ganz einfach. Wie Schuhe zubinden. Ja. Wenn du die falsch zubindest, dann stolperst du und bist auf der Fresse. Und wenn du die richtig zubindest, dann läufst du rum und springst wie ein junges Reh. Guck, da, jetzt sind die richtig zugebunden. Siehst du? Ganz einfach. Ganz, ganz einfach.
Das gibt's doch nicht. Nein! Boah, ey, es war haarscharf, ganz unten zu landen. Weiß auch nicht. Zuerst dachte ich, es wäre ein Geschwür. Das ist so ein alter, beschissener Witz aus Alf, ne? Kennst du das noch? Das ist aus dieser Folge, wo Brian wie so eine Porree-Stange verkleidet ist. Und ja. Da spielen die in so einem Bühnenstück auf der Schule mit. Oder bei in der Schule mit. Und dann kommt irgendein Kollege von ihm dann auch, der auch irgendwie verkleidet ist. Und der erzählt Witze. Und er erzählt dann diesen Witz, dass ein Mann mit einer Ente auf dem Kopf zum Arzt kommt. Und der Arzt fragt, was haben Sie denn da? Und dann sagt die Ente, ich weiß auch nicht, zuerst war es nur ein Geschwür. Ich dachte, mit Witzen hilft man dir weiter, Mann. Ja, war doch fast so. Ja? Ich war auch schon drauf. Doch so, ey. Was ist das hier für ein Stream eigentlich, ey? Man könnte das Bild ausschalten, dann hört man so Sachen wie, nein, ich war doch schon drauf. Ja, sehr schön. Kommt eine Frau beim Arzt, genau, ja. Da bin ich neulich nach der Arbeit, von der Arbeit nach Hause gekommen. Will mich ein bisschen auf eine faule Haut legen. Da ist die einkaufen. Die Mütze bringt überhaupt nichts. Die Schutzbrille bringt überhaupt nichts. Ja, die Brille bringt überhaupt nichts. Auch zum Atem. Weil es wundert mich, dass selbst die Grillen noch zirpen. Die müssen doch auch jemand pennen, oder nicht? Jetzt. Ja. Okay. Wuhu! Jörnemann und Söhne. Ah. Sehr gut. Ja. Wunderschön. Nein. Ah, bisschen so nicht. Knapp. Aber jetzt kannst du den ja, ne? Ja. So nicht. Nochmal. So. Ah, zu viel. Ne, das war nicht zu viel. Sehr gut. Bam, bam. Ah, fuck you, das, ey. Das nicht der ganz kurze, sondern so der fast kurze. Also ein bisschen mehr als beim ganz kurzen. Aber nicht zu lang. Da, so, siehst du? Der war da. Der war da, ne? Danke, dass du es mir nochmal gesagt hast. Coaching is its best, oder? Danke, dass du es mir nochmal gesagt hast. Der ist ganz kurz, genau. Und der Sprung, der ist mit Gefühl. Das war zu viel Gefühl. Jörn, das war wieder einmal ein wenig zu viel Gefühl. Du kennst mich, ich habe immer zu viel Gefühl. Halt, du hast so einen Gefühlsüberschuss. Scheiße. Scheiße. Ja. Ah, das war zu wenig, ey. Egal, was passiert, wir dürfen bloß nicht nochmal wieder einen runterfallen. Ja, genau. Boah, guck mal, Alter, lass uns hier aufhören und sagen, wir haben es durchgespielt. Ja. Also, es fühlt sich für mich fast so an. Was machst du denn, Alter? Warum bist du denn nicht noch einen Schritt gegangen? Boah. Wow! Nein! 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 Ja. Och, Mann! Nur weil ich bei der Einstellung noch einen Schritt gegangen bin, ey. Krieg diesen scheiß verkackten Sprung nicht mehr hin hier.
Warum? Warum bin ich nicht noch einen Schritt gegangen? Das gibt's doch überhaupt nicht, ey. Bis wir das aus dem FF können. Boah, war das gut. Der war richtig gut. Da, man nennt mich Björn. Alter. Warum hast du das getan? Warum? Ich weiß es doch auch nicht, ey. So. Captain Morin, das ist der Run, der alles verändern wird. Der Run der Runs? Der Run, der alles verändern wird. Habe ich da bloß gerade gemacht, ey. Ich habe auch zu viel. Das war zu viel. Ich wusste es auch schon wieder in dem Moment, in dem ich gedrückt habe, dass es zu viel ist. Das war zu wenig. Das war auch zu wenig. Der ist so gefährlich, der Sprung, ne? Ich hasse es auch. Ich auch, ey. Boah. Das hat noch kein. Hast du das gesehen, ey? Ist das schon mal passiert bis jetzt? Doch gar nichts. Aber meinst du, das ist schon mal passiert? Du siehst ohne Scheiß gleich gar nichts mehr. Für alle, die jetzt neu reingekommen sind, das ist der vierte Level von dem Spiel. Ja, wahrscheinlich kennen die das alle. Das hier ist mein größter Nemesis. Auf jeden Fall, das ist aber auch der fieseste Sprung, weil du hier am meisten verlieren kannst. Ja. Vor allem, Würde, wenn du da Geld, auch noch stürzt, ist Liebe. Es ja auch noch so, ja, die habe ich ja eh alles nicht. Okay. Ja, aber ich kann das ja verlieren. Ja, ich kann an Höhe dieses Spiels verlieren. Ja, das sieht doch. Ich habe mich geirrt, das ist der Run der Runs, der alles verändern wird. Ja. Das ist ja gar kein. Ah, jetzt, ja. Ach, der war der Beste, ey. Sprung, ey, der ist so. Nice, ey. Besser kannst du nicht auf die Plattform kommen, wie du es jetzt mit dem Sprung gerade gemacht hast. Noch ein Ticken zu fest. Aber man ist an der Stelle so nervös. Mit dem einen C ist er noch drauf geblieben. Nein, nein, nein! Ich hasse es, ey. Ich muss mal kurz. Für kleine Björns. Oh, ich bin noch mal. Schön, da ist wieder dieser Druide. So, ey, das war noch letzte Woche, als Björn weg war, wo ich an der Stelle war, wo wir heute noch nicht einmal hingekommen sind. Dann versuchen wir das doch jetzt einfach noch mal, oder? Zack, einmal da lang. Da hoch und einfach mal kurz zu weit. So, jetzt müsst ihr mir mal Mut zusprechen. Jetzt ziehe ich es einfach so durch. Jetzt kann ich so aufhören. So, aber der Sprung ist ja easy. Der ist auch nicht so schwer. Ja, ich dachte, da hätte ich fast zu viel Gambo gegeben. Ah, shit. Ja.
So, das ist ja jetzt relativ easy gewesen. So, und jetzt einmal hier hoch und da hoch. Den nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Dann gehen wir jetzt da mal kurz rüber. Und, ah, shit, das wäre jetzt zu cool gewesen, ne, wenn ich das geschafft hätte. Aber jetzt einfach mal kurz konzentrieren. Yep. Lagerfeuer. Wir müssen echt ein extra Lied dafür schreiben. Für den Lagerfeuermann. Ah, scheiße, das war zu knapp. Ja, das war auch zu knapp. Oh, Leute, ey. Ach, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach. Oh, jetzt war ich doch schon da oben, ey. Hier war das, ne? Da so hin. Ach, das ist so unerbittlich, ne? Das war jetzt zu viel. Ich spiele es einfach schnell. Das Spiel ist doch dafür gemacht, dass man schnell spielt. Da jetzt einmal hier komplett durchziehen. Hier einmal komplett durchziehen. Hier so einen kurzen, da so einen halben, hier so einen halben, der reicht nicht. Hier so einen halben, da, zack. Oh, das war zu knapp. Ja, der ist gut, glaube ich. Speedrun, ja, das möchte ich bei dem Spiel aber mal sehen, ey. Wenn ich hier jemals einen Speedrun schaffen sollte, dann dürft ihr mich krönen, Leute. Dann dürft ihr mich echt krönen. Och, ich Idiot, ey. Und ich Idiot! Ja. Das war zu viel. Das war zu viel. Ich will jetzt auch gerade nicht warten. Das Spiel macht mich so ungeduldig, ne? Das macht mich so ungeduldig. Ja, das ist auch richtig. Ja. Ja. Ach, jetzt komm, ey. Das gibt's doch nicht! Wieso komme ich mit diesen scheiß Sprüngen da oben nicht klar, ey? Ja, wenn ich das durch. Das wird aber eh nie passieren. Also, da könnt ihr euch noch ausdenken, was ich kriegen könnte, wenn ich das Spiel jemals durchspiele. Doch nicht. Vielleicht sollte ich wieder anfangen, mich mehr zu konzentrieren, weil im Moment scheitere ich die ganze Zeit an diesem Kacksprung hier. Und zwar an diesem hier. Dabei ist der eigentlich gar nicht so schwer. So, jetzt habe ich ihn aber geschafft. Der könnte zu weit sein. Nee, war er nicht. Ja, okay. Hier, diese Kacke. Wieso schaffe ich die hier nicht? Ah, okay. Alles klar. Ich bin hier wieder oben. Ja, okay. Alles klar. Jetzt ziehen wir einfach durch hier. Und da einmal, zack, so einen kurzen rüber. So, der Sprung hier, der ist auch so... Ah, okay. Ja. Nein, ich Idiot! Warum springe ich nicht einmal nach oben zu gucken nochmal, was da ist? Boah, Alter. Da hätte mich das die Decke fast kaputt gemacht, ey. Alles auf einmal. Ja, alles auf einmal. So, einmal den hier rüber. Nee, scheiße. Ich hasse es, hier zu sein. Hier verliert man so viel, wenn man es verkackt. Und da ist es wieder so weit, das gibt's doch nicht!
Och Mann. Warum drücke ich denn jetzt voll durch? Ich gucke gar nicht mehr, was er hier schreibt. Ist mir egal. Nein, ich... Ah, doch, doch, klappt. So, jetzt aber. Nee, scheiße. Krieg wieder Besuch. Ich trottel. Ich sehe schon. Wir befinden uns immer noch dort. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Weiß ich nicht. Ich war jetzt schon ein paar Mal wieder oben. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ey. In dieser ominöse Herr Rock im Chat gewesen. Ich weiß. Nein! Nein! Wir sind übrigens beide Teil einer Studie. Ja. Alter, er hat gerade gesagt, du hast deinen Höhepunkt wahrscheinlich eh schon erreicht. Ja. Warum gibt's hier keine Angriffskarte? Damit hat er auch recht wahrscheinlich. Och ey, fick die Henne, ey. Das Spiel macht mich wahnsinnig, wirklich. Ich habe auch gerade einfach keine Rücksicht auf Verluste. Ich bin einfach immer wieder weitergesprungen, war mir alles egal. Keine Konzentration mehr, einfach die Sprünge gemacht. Es hat teilweise geholfen und teilweise war es schädlich. Also ich habe immer noch nicht ausgemacht, wann ich mich besser konzentriere und wann ich besser den schnellen Sprung einfach ohne nachzudenken nehme. Furchtbar. Furchtbar, sage ich euch. Furchtbar. Scheiße. Fuck. Ach so, jetzt sehe ich gerade. Nee, er ist nicht abgesprungen. Er ist immer noch da. Er musste sich einmal kurz nochmal neu fassen, was ich absolut verstehen kann, weil das Spiel einen nervlich wirklich ans Ende bringt. Aber schön, dass ihr immer noch da seid. Konsole öffnen, God Mode on. Kann man das machen? Aber dann wird es ja auch so gar keinen Spaß mehr machen. Spaß? Ja, du hast recht. Es macht jetzt schon gar keinen Spaß mehr. Uns zumindest. Ah, es war zu kurz. Oh, guck mal da. Mir reicht es dann. Ja, ich habe es jetzt verstanden. Ja, jetzt ist es schon 5-mal passiert. Echt? Das ist ja, schon 50 gut. Mal ja, passiert. 100, 150 Mal ist es schon passiert. Wahrscheinlich. 1 Milliarde Mal. Es ist noch nichts anderes passiert, außer diesem Sprung. Oh, ey. Dann springst du auch noch genau dazwischen durch. Wie kann das passieren? Ich muss mir das Spiel unbedingt kaufen und zu Hause erlernen. 12,99, ne? Ja. Ist es das wert? Ist es das wert? Ja, wir haben richtig Spaß. Ja, wir haben richtig Spaß. Oh, da, sieh dir an, wie kann man dabei Spaß haben? Das ist doch einfach nur furchtbar. Wir haben noch nie Dritte Welt gesehen. Ich muss einmal kurz durchatmen. Es ist vollkommen okay, es ist vollkommen legitim. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Jetzt geht es einfach nur noch darum, irgendwann mal da oben anzukommen. Boah, nice. Ja. Sehr gut.
So, ab jetzt ziehen wir einfach durch bis zum Ende. Kandischer Abfluss. Hier war ich so dumm. Nach links. Ne? Nach links. Ich bin einfach nach rechts gesprungen. Und es war so dumm, anstatt einmal, wenn ich nicht mehr weiß, wie es ist, kurz zu gucken. Und dann hat es mir richtig versaut. Ja! Boah, hast du da wenig Platz zu manövrieren. Was ist das denn für ein Sprung, Alter? Nein! Nein, das, knapp, das war so knapp. Das war ein Millimeter. Das war so knapp, ey. Das war ein bekackter Millimeter. Oh. Nein! Nein! Warum nochmal? Warum? Jump, ey, kein Jump Kicken Merch. Sowas wollen wir hier nicht. Doch, einfach ein Shirt. Einfach nur ein Shirt, wo drauf steht Björn Jump King und Jörn Jump King. Mehr nicht. Das ist eigentlich nicht. Das war mir aber auf jeden Fall. Habt ihr das mal durchgespielt? Halt die Fresse. Jetzt hab ich. Was hat denn? Das hab ich noch nie gesehen. Das war endlich mal was Easy Neues. Easy Mode, Alter. Easy Mode. Nein! Und warum denn das denn? Nein! Ich kann es nicht mehr, ey. Oh, ich kann nicht mehr. Das war jetzt schon wild, ey. Ja, es war mega wild. Da war es immer mal eine Sekunde Euphorie, ne? Und dann sowas, ey. Ja. Oh. Ja. Das kam mir, ich habe ja gehört, wie lange du gedrückt hast. Das kam mir gar nicht so lange vor. Hör mir auch nicht. Ich dachte, ja, der sitzt genau, dachte ich. Ja. Das Problem ist ja auch, dass die pure Kenntnis der Geometrie reicht bei dem Spiel ja nicht, weil es geht ja auch um die Dauer, wie lange muss ich drücken, damit er wie weit springt. Dieser verfickte Sprung hier macht mich gerade tierisch nervös. Ich habe ein ganz, ganz nervöses Kackgefühl, ey. So, einmal durchatmen. Ach, okay, jetzt ist der auch kein Problem mehr. Ach, verdammt. Das ist so dieser Punkt, den werdet ihr alle kennen, jetzt nicht auf dieses Spiel bezogen, aber es gibt bei jedem Spiel, wo du dich irgendwann mal so reinsteigst, diesen Punkt, wo du auch Sachen, die du eigentlich gut kannst, sowas von überdrehst, weil dich das Spiel so wahnsinnig gemacht hat. Hat, dass ihr die leichteste Kacke nicht mehr packt. Und das war genau das jetzt. Und sagt mir bitte, ey, wenn jeder von euch, der sagt, nee, kann ich nicht, der lügt. Ja, das ist immerhin nett, danke. Okay, das finde ich ganz geil, was da geschrieben hat, was auf dem Shirt stehen sollte. I played through the first world of Jump King and all I got was this lousy shirt. Okay, ja, das wäre schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. Mann, ey! Ey, jetzt kriege ich noch nicht mal das hin. Nee, sehr gut. So, ich glaube, jetzt haben wir den Wahnsinnpunkt wieder überschritten. Jetzt kommen wir wieder oben an. Scheiße. Ja, egal, du bist auf dem gelandet. Das ist die halbe Miete. Scheiße. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Werden wir jetzt schon geclaimt?
wie Terence Hill sagen würde. Mhm. Ja, das sieht doch nach einem guten Rhythmus gerade aus. Von 100 wieder auf 0 runter. Sehr gut. Hm. Oh, ja. Ja. Jetzt aber du, Roman. Das ist wirklich der... Also die beiden Sprünge, das sind die schlimmsten. Weil man da einfach alles verlieren kann. Das ist so, oh, das so, war zu kurz. So übel. Das war zu kurz. Das war zu feste. Ja. Solange wir hier auf der roten Plattform mit den gelben Blumen sind, bin ich erstmal zufrieden. Auch zu feste. Ja, okay. Ja. Na, der ist relativ easy. Jetzt wird es wieder ein bisschen hangig, aber gemeistert. Nein, fuck. Okay. Das finde ich ganz witzig oder ganz cool von der Physik her, dass er den Sprung dann auch so nehmen kann. Das ist das Weiteste, wo da war ich letzte Woche, da bist du jetzt. Und den Scheiße, diesen Scheißsprung, den haben wir bisschen, noch nicht einmal geschafft. Bisschen knapper. Nein, ach Mann. Ja, hier. Viel Spaß. Wieso haben wir diesen einen Scheißsprung noch nie geschafft, ey? Ich fürchte, die Belohnung ist, dass das Vieh von selbst einfach wieder runterspringt. So. Ich hänge immer noch, I played through the first world of jumping and all I got was this lousy T-Shirt. Das finde ich sehr gut. Ja, sehr schön. Guck mal, du kommst ja easy durch gerade. Nee, zu kurz. Mist. Das finde ich am allerschlimmsten, wenn das passiert, dass du durch das Ding noch durchfällst. Ja. Oh, das war fast zu weit. Fast zu weit. War nur fast. Das war, ja, das war zu kurz. Hast du gesehen, was du geschafft hast, ey? Jetzt schaffe ich diesen Kacksprung schon wieder nicht mehr, ey. Plötsch. Bin ich so easy hier hochgekommen und diesen einen Kacksprung, den schaffe ich jetzt nicht mehr. Ach Leute, ey. An der Stelle, wo ich gerade war, wo ich jetzt schon dreimal insgesamt war, ne? Mhm. Warst du heute schon auch mal an der Stelle? Letzte Woche war ich da. Ja, ich weiß, aber heute noch nicht, ne? Schade, ja. Jetzt bin ich so gut hier hochgekommen und auf einmal versage ich komplett mit jeder Scheiße hier. Ja? Das passiert ja auch jedes Mal, weil man immer aufgewühlter wird und dann kriegst du die einfachsten Kacksprünge nicht mehr hin, die du 8 Milliarden Mal schon gemacht hast. Wieso schaffe ich den Scheißsprung hier nicht mehr? Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich komme nicht mehr da hoch, ey. Ich habe bloß keine Lust mehr, wieder echt nach ganz unten zu fallen. Also irgendwann muss das doch mal vorbei sein. Irgendwann muss doch in der anderen Welt darüber mal so ein Absatz kommen, von dem man echt sagen kann, da fällt sie jetzt nicht mehr so easy runter. Halt, und dann stocken wir da. Aber ich finde halt immer wieder das machen, ey, finde ich echt ultra schlimm. Ja, ich auch. Ich wünschte halt einfach, da wäre irgendwie was geschlossener oder so. Das wird jetzt zugehen, damit das nicht mehr passiert. Ja, und dieser Wicksprung, jedes Mal. Ach, ey. Rutschiges Eis kommt auch noch. Ja, holla die Waldfee, ey. Wenn wir beim Eis kommen, Eis ankommen, ist es durchgespielt.
glaube echt ohne Scheiß, ich muss danach einfach nur zur Befriedigung irgendwas Leichtes spielen. Also Ninja Gaiden und sich gleichzeitig ein Auge ausstechen. Ja, also. Ninja, ja, auf jeden Fall. Das hört sich dann einfach stichst du dir dabei ein Auge ey. Aus und dann... Bei Ninja Gaiden haben wir es immerhin mal geschafft, zum Endgegner zu kommen, zum allerletzten. Das gibt's doch nicht! Das gibt's wirklich nicht. Das gibt's wirklich nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich hier wieder einen Punkt. Okay, alles klar. Aber ja, ist easy. Jetzt habe ich aber gerade den Flow. You can go with the flow. Ach, ey. Warum hältst du weiter nach rechts gedrückt, ey? Weil ich gerade voll im Tunnelmodus war. Aber jetzt pass auf, jetzt ohne Pause. Wieder, du hältst wieder nach rechts noch weiter, obwohl du schon fällst. Ja, weil ich einfach jetzt hier ohne... Zack. Sehr gut. Sehr zack. Gut. Zack. Jetzt einmal da. Und go, Jörni. Go, Jörni. Ja, Flows gehen mit der Schwerkraft, das stimmt. Da habe ich halt viel zu lange gedrückt, ist, ey. Guck mal, den kann ich jetzt auch nicht mehr. Nee. Also ganz richtig konntest du den noch nie. Danke für das Mut. Ja, zweimal schaffen ist nicht können. Sehr gut. Guck mal da, da hat er sich herausgefordert gefühlt, ne? Während der Kiefer wackelt beim Springen und der Kopf und so. Ja, ich bin der Jörn. Ja. Ich bin der Jörn. Ich will gar nicht wissen, wie ich dabei rumwackel, ey. Bei mir wackelt bestimmt die ganze Zeit der Kiefer. Ich wackel immer in Kiefer, immer so. Ich bin einfach so Gesichtskirmes-Videos von dem Partner. Ja. Dann so eine neue Runde, eine das neue Wahnsinnsfahrt. Wenn wir es in die nächste, ja, ey, wenn wir es in die nächste Welt schaffen, dann, wenn wir nur den Sprung schaffen, der in der Welt da drüber ist, an dem wir seit letzter Woche haken, dann gibt's schon den größten Ausraster. Ich fürchte nur, danach müssen wir unsere Videospielkarrieren beenden. Weil es das Größte ist, was wir jemals erreichen werden. Ja. Wobei ich kann immer noch behaupten, ich habe Super Mario Bros. Mit einem halben Controller durchgespielt. Ich kann leider gar nichts behaupten. Das stimmt. Hast du schon mal irgendwas erreicht in Videospielen? Na, ich habe auch noch nie ein Spiel durchgespielt. Hast du schon mal bei Tetris eine Rakete fliegen lassen? Na. Das hat sogar mein Vater geschafft. Ich hau aber nur auf die Kacke, ich habe es nämlich selbst auch noch nie geschafft. Ich hatte jetzt gerade so einen Punkt und ich habe diesen einen Sprung einfach ja, ja, alles geschafft. Gut, alles also. Gut. Mir ist es lieber, du gibst mir jetzt das Pad, als dass ich es wieder von ganz, ganz unten übernehmen muss. Achso, ja, ich habe Mass Effect, glaube ich, auf Wahnsinn durchgespielt. Aber das ist ja... Das ist ja der Wahnsinn! Mass Effect 3 ist ja auch das einzige Spiel, nein, fuck, wo ich wirklich alle Achievements bekommen habe, alle. Ich hasse das. Ich hasse und das, ja, wirklich, wenn man also da durchfliegt. Mass Effect of Insanity, ja, das habe ich tatsächlich geschafft, alle drei Teile. Das ist ja insane! Das ist aber nicht so krass wie das hier. Nein, das war zu feste, das war viel zu feste. Na, ich kann den auch nicht mehr. Ey, warum schaffe ich diesen Sprung nicht mehr? Von dem rechts oben auf den ersten... Ja, ich schaffe ihn ja auch nicht. Aber ich hatte schon immer Probleme mit dem, aber ich weiß nicht, warum du das nicht mehr schaffst.
Der Sprung, der killt mich gerade voll. Fick die Henne, ey. Alter, ey. Mann! Ey, das kann doch nicht wahr sein! Wo wir bei Insanity sind. Der war viel zu kurz. Diesen Sprung hasse ich. Ach Mann, jetzt... Jetzt klappt ja gar keiner mehr, ey. Mann, ey! Wie wenig weit können Sie in einem Spiel in 2 Stunden kommen? Wir beide, ja. Oh Gott. Dieser Kacksprung, was ist denn das auf einmal? Ist das Spiel, hat sich das aber mal verschoben? Ich komme gleich nach Hause, kauf mir dieses Spiel und spiel's durch. Dann werde ich nie wieder arbeiten, werde gefeuert, ne? Ja, lieber nicht. Oh, endlich, endlich. Endlich! Plötzlich, ja, wer war nicht, ey? Das war zu fest, ja. Geekschuss ZZ. André, was habt ihr zu letzter Zeit so gespielt? Da endet die Aufnahme. Der Chat ist gut drauf heute. Danke. Mann. Oh Mann. Ich hasse diesen Sprung hier, ne? Den hasse ich auch. Ich weiß gar nicht, ob der geht. Doch, ja, geht. Geht scheinbar. Doch, geht. Aber du machst den lieber von dort, ne? Ja, auf jeden Fall. Zu kurz. Oh. Nice. So, jetzt kommt wieder der riskieste Sprung, den wir bisher hatten. Also die beiden hast du gemeistert, sehr gut. Oh. Nein! Oh. Mann, warum ist denn auch die Spitze da oben so tief, ey? Zu fest, ey. Yes! So, boah. Man muss auch mal zwischendurch einfach die Endorphine sprudeln lassen, ey. Nach links. Yes. So, jetzt zum ersten Mal. Ich war so nervös gerade, ne? Ohne Scheiß jetzt. Das war wirklich so. Mann! Fuck, ey. Jetzt klappt der wieder auch nicht mehr, doch. Doch, super. Also jetzt wird's. Super! Super Burschi! Egal, egal. Solange wir hier auf der scheiß Plattform sind, ist alles gut.
Das Zonggeräusch fehlt jetzt noch. Das war das Feste. Welches Tor nehmen Sie? Hier links runter. Na, es war zu feste. Es war zu feste. So, endlich mal hier wegkommen, ey. Mist, wir sind jetzt nur still. Das wird nämlich richtig spannend hier. Ey, wie oft ich heute schon hier war, ey. Boah, ich hab das heute noch nicht einmal geschafft, ey. Ja! Ja! Mann, ey! Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Ich muss mir noch einen Drink. Ich muss erstmal einen Schluck trinken, bevor ich sofort wieder runterfalle. Wow! Alter. Ich spring mal ganz kurz erstmal einmal, um zu gucken. Auf so nach jeden oben. Fall. Okay. Ist nicht so schwer. Kann ich so rüberpölen? Ja. Ja. Geht. Okay. Jetzt genau links an die Wand dran und ja. Genau, ja. Boah. Oh, jetzt wird's aber spannend, was man da machen muss. Warte mal. Nee, das klappt nicht. Geht gar nicht, okay. Muss man da vielleicht, ich weiß gar nicht, na ja, nee, wenn man da unten, nee, das ist fatal, wenn man da runterrutscht bestimmt. Ja, ist es. Ach, das gibt's doch nicht, was ist denn das für ein Kackspiel? Ey, immerhin einmal geschafft. Immerhin einmal geschafft. Wer bräuchte? Eigentlich müsste es... Machst du mir jetzt auch noch einen? Ja, und dann losen. Eigentlich müsstest du hier einmal speichern und beenden und dann immer hier. Dann hätten wir jetzt aber aufhören müssen. Ja, aber wir können ja direkt neu anfangen. Ach, scheiße, das war zu kurz. Ja, oh. Herzlichen Glückwunsch. Kannst ja auch mal versuchen. Ja. Kannst ja auch mal da hinkommen. Musst du die Cola aber selber an. Ich hab dir auch schon mal geholfen. Ah, Alter, so fies auf jeden Fall, ey. Der Moment der Befreiung. Ja, danke dafür. Es hat auf jeden Fall was in mir ausgelöst. Danach habe ich es ja zumindest immer wieder noch mal kurz ein bisschen nach oben geschafft. Aber ja, wir waren eine ganze... Also so lange waren wir noch nie auch durchweg dort oben. Guck mal, wie einfach, Jörn. Zack. Ja, oh, das klein, war ein klein bisschen. Millimeter nur zu viel sogar. Sehr gut. Ja. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ach, Mann. Ich bin nur froh, dass ich das geschafft habe gerade. Ey, das Schlimme an der Sache ist, das war sehr fies, dass man von dem anderen Moped da mit den Röhren so runtergefallen ist, so tief. Weil der Sprung, glaube ich, als erstes, wenn man auf die Röhre draufgekommen wäre, gar nicht so schwer gewesen wäre. Dann hättest du dich fallen lassen können. Mit kurzen Sprüngen wärst du über alles rübergekommen. Danach. Es ist nicht unschaffbar. Für mich schon. Glaube ich nicht. Boah, ey, mir tut echt der Finger weh schon wieder. Sehr gut. Zu fest. Nur tippen. Alter Jörn, ich speichere nicht wieder da ganz unten. Du bringst uns in diese verfickte andere Welt, ey, bevor wir speichern und beenden heute. Glaubst du? Ja, glaube ich auch. Das lasse ich nicht durchgehen, echt nicht. Das glaube ich auch für dich mit, doch. Ja, auf jeden Fall. Fräulein. Zacki! Und einmal rüber!
Und einmal das, ah, doch nicht. Aber darüber auch nicht. Ja, auch nicht. Aber hier, ah, das wäre jetzt sehr bitter gewesen, wenn ich da nochmal runtergefallen wäre. Aber der ist ja easy, der ist noch leichter. Hier einmal so drücken und hier einmal so drücken. Aber so und dann so und den, puh. Hey, immerhin, drauf ist drauf. So. Drauf ist drauf. Na, 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 na. Da, drauf da, ist da drauf. Na, 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 na. Ja, so, mach weiter. Lass dich nicht ablenken, ja. Bei uns löst es nur noch Verzweiflung aus. Guck, einfach, easy, ey. Na, 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 na. Rüber ist rüber, das ist ja so leicht wie nix. Und noch mal höher, der leichteste Sprung. Mega gut. Nicht ganz feste. Ja, mega gut. Jörn, was hast du denn gemacht jetzt? Ich habe schon wieder denselben Fehler wie gerade gemacht. Was hast du denn gemacht? Ich habe nach rechts gegen die Wand gedrückt, weil ich so dumm bin. Oh! Wie dumm bist du denn? Ja, ich habe das jetzt zweimal schon gemacht heute. Aber dass du so dumm bist. Ja. Und genau das ist mir gerade auch passiert. Alter, ey. Wir waren schon 17 Mal da oben. Wie kannst du denn nach rechts drücken? Vor allem, weil ich jedes Mal gesagt habe, jetzt nach links. Und was mache ich? Ich drücke nach rechts. Guck mal hier, hast es auch geschafft. Das zwar nicht, aber den anderen. Und den auch nicht, aber... Vielleicht den, ja. Den aber, ne? Ja, auch. Guck mal, da, zack. Boah, das regt mich jetzt ziemlich auf, dass ich so dumm war, ey. Das ärgert mich. Nein, es ist nicht so schlimm. Du hast halt nur außer dir all deine Freunde, deine Familie und alle, die dich lieben, enttäuscht. Ach so, also sowieso wie jeden Tag. Ey. Oh, ey. Lass dich nicht unterkriegen. Das habe ich zu mir selber gesagt. Ja, also... Lass dich nicht unterkriegen. Na, 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 na. Ich will auch mal was erreichen. Hast du doch. Du bist so weit, wie du gerade warst, bist... Ach nee, doch, stimmt. Du hast ja schon mal nach rechts gedrückt, ne? Ja, genau. Mhm. Okay. Weil ich ein... Idiot bin. Scheiße, das sind so viele Silben. Ah, guck mal, hier. Das hatten wir noch nie. So, das mache ich jetzt die ganze Zeit. Nein, das machen wir nicht. Das gibt's doch nicht! Ich, ja, egal. Ich muss doch da hoch. Warum springe ich so weit? Ey, bevor das nach ganz unten fällt, ne? Sag Bescheid, ja? Also. Ich bin voll easy. Okay. Schau dir das mal an. Oh. Wir wollen gar nicht erst sehen, ob der alte Mann unten noch lebt. Wir sind uns sicher, er lebt noch. Das müssen wir nicht prüfen. Jetzt habe ich schon wieder Probleme mit diesem Kacksprung hier. Yes. Du immer mit deinen noch weiterhin nach rechts drücken, ey. Ja, der alte Mann lebt noch. Immer noch in die Gegenrichtung wieder zu drücken. Du bist gerade schon wieder so knapp davor gescheitert, ey. Warum drückst du denn da so lang? Weiß ich nicht. Hä?
Da war er nochmal. Jetzt mach ruhig. Sehr gut. Vielleicht werden wir doch noch Speedrunner. Sehr gut. So. Danke für das. Wir haben noch ein bisschen. Boah. Lass du, ich willst du weiter, oder? Ich versuch's jetzt mal. Okay. Hier ab der Stelle. Mhm. Mal, der guckt auch nach oben. Hast du das gesehen? Nee, hab ich nicht. Wenn er stehen lässt, der guckte gerade nach oben. Ist ja egal, wisst ihr. Irgendwann werden wir es nochmal sehen. Sehr schön. Na, fuck, ey. Okay. Ich kann nicht mehr. Okay. Ich kann nicht mehr. Ich hätte es echt gern geschafft, damit ich auch mit so einem Mini-Erfolgserlebnis hier rauskomme. Ja. Aber das wird nicht funktionieren. Weil ich ein Loser bin. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Jörn. Nein. Springer. Mann, ey! Das ist nur noch der pure Wahnsinn, ey. Ja, genau, alles klar. Mann, ey, jetzt muss ich die ganze Zeit lachen. Glaube ich, der Punkt, wo ich gebrochen und zerstört am Boden liege. Auch wenn ich hier aufrecht sitze, aber das ist nur Fassade. So, okay. Macht mich so nervös, ne? Und ich wusste, dass es jetzt passieren muss. Es war so klar. Ich bin am Ende. Ich bin jetzt gerade echt am Ende. Alter, ich bin mal auch weiter auf das ganze Spiel. Mann! Es ist wirklich einfach das ganze Spiel ist ein Endgegner. Ich sag dir, ich spiele dir eher Bloodborne am Stück durch als das Scheißspiel hier. Das glaube ich sogar. Alter, jetzt krieg ich das auch nicht mehr hin. Ich hoffe, es ist für euch nicht allzu schlimm und so gebrochen, zerbrochen vor der Kamera zu sehen, aber ich weiß nicht, das macht das Spiel einfach mit einem. Fuck, ey. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Ich will diese scheiß rote Baumkrone einfach nicht mehr sehen. Was war das für ein Sadist, der dieses Spiel programmiert hat? Was anderes als purer Sadismus fällt mir ja auch nicht mehr ein. Ja, genau. Schön, dass ihr da stimmt. Dafür gibt es woanders fröhliche Streamer. Die brauchen wir ja nicht. Nein! Fuck! Ja, die Shirts sind, ja, für die wirklich verdient. Oh Mann, nein! Ist nett, dass ihr das sagt. Oh, das gibt's doch nicht! Oh Gott, ey. Warum ist das Spiel so unerwirklich? Halt doch mal die Pfanne, Alter. Sei mal wieder normal. Heul mich hier nicht voll, echt, ohne Scheiß. Das gibt mir nicht auch die Schuld, ey. Du bist hier gerade voll der Winnie-Pooh-IA, ey. Bin ich auch. Bereue nichts. Oh.
es war zu viel. Und wieder dahin, ey. So. Jetzt bin ich wieder zurück. Ja. Ich mach das Spiel alle beim nächsten Mal. Jörn ist weg, hat kein Dreck. Am Checken ist am Checken, wo er wohnt, ne? Ja. Das checke ich wirklich gerade mal. Ey, wo wohne ich eigentlich? Auf jeden Fall nicht hier. Okay. Ab nach Hause mit dir, isst deine ekligen Geleeboden. Ich habe noch welche über, wer welche haben will, ne? Ah, es war zu kurz schon wieder. Ah, du landest auf der Plattform. Jetzt bin ich auf einmal moralisch wieder komplett oben auf. Perfekt. Nicht runtergefallen. Super, ey. Ist auch nicht so geil, ne? Nee. Ich bin halt manisch, ich weiß es nicht. Wenn man den einen runterfällt und da drauf fällt, ne, klappt der Sprung danach nie. Der hat noch nie geklappt danach. Ja, und dann danach auch nicht. Ich will wenigstens echt speichern in einer anderen Welt. Ich habe keinen Bock, wieder hier so ein Killefit zu machen, wieder in der ersten Welt zu speichern. 2 Minuten. Ja, können wir locker beide noch nach oben kommen, nach ganz oben. Ja, auch nach ganz unten. Ach, Quatsch. Da waren wir ja schon oft genug. Lass mal lieber nach oben. Aber in dem Spiel auch. Ja, lass mal lieber nach oben springen. Wir setzen eine neue Strategie ein. Wir gehen immer weiter hoch. Wir lassen den Wookie gewinnen. Wir lassen den Wookie gewinnen. Ja, guck mal, Alter, ist doch gar nichts hier. Ich bin so dumm. Boah, dass du jetzt da auf die Plattform kommst, ist richtig gut, ey. Nice. Wurscht. Nochmal nice. Sehr gut. Natürlich musste das jetzt passieren. Masters of the Jump King. Guck dir parallel noch einen anderen Stream? Und jetzt stell dir mal vor, nächste Woche, auf einmal sind wir voll die Mega-Pros und ziehen es so herbe durch und alle denken nur, was ist denn mit den Ernst passiert? Die gehen ja richtig steil. Das ist so inzwischen der leichteste Part, finde ich. Aber hier ab hier wird es wieder richtig übel. Hier diese beiden, also vor allem den Sprung hier finde ich schlimm. Scheiße. Oh. Fuck, ey. Mir wird gerade gewahr, dass wir das Spiel jetzt schon seit 2 Stunden spielen. Heute? Ja, heute. Ja. Insgesamt seit 3,5 dann. Das zählt dann ja nicht, ey, wenn du eine Woche Pause hast, ey. Ach, fick dich doch echt, ey. Na. Das war zu feste, also nicht. Das war schon gut versteckt. Mann, ey!
Ich hasse es am allermeisten, wenn man wirklich diesen Sprung da macht und dann zwischen den beiden Kurzplattformen direkt durchfällt. Am zweitmeisten, am meisten hat sich ganz, also in der Stage drüber, wenn du da von der roten Plattform hier runterfällst. Das finde ich am aller übelsten hier an der Stelle. Das ist die schlimmste Sache. Wow, da machst du aber spannend, ey. Mann, ey. Kotz ab, echt. Plöp, 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 sag ich mal. Sauber. Der Sprung ist auch schon so scheiße, weil das einfach gegenüber da so tief ist. Ne? Das ist der Sprung nach rechts ist scheiße. Genau, nach rechts, den meine ich ja. Das war viel zu feste jetzt, ey. Das, ey, bei diesen Sprüngen, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich manchmal nicht, was ich falsch mache, weil ich die immer gleich springe, der war jetzt doof, aber die auf diesen drei kleinen Plattformen, die springe ich eigentlich immer gleich und manchmal klappt es halt und manchmal klappt es nicht und ich raff halt nicht, warum. Also ernsthaft nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Ja, das ist irgendwie so eine Milliarde. Ich habe nichts anderes gemacht Sekunde, als gerade. Da kannst du gar nichts machen, ey. Ey, 4 Minuten hat noch zum Lagerfeuer zu kommen. Mann, ey. Das ist eine Gemeinheit hier wieder aus dem Chat. Ja, keine Angst, das schaffen wir schon. Zum Lagerfeuer. Naja, bis irgendwie zumindest die rote Plattform knapp unter der Kanalisation, das schaffen wir. Da, die sehe. Sauber. Yes. Boah, jetzt, boah, ich krieg gerade eine Krise, dass ich den zweimal so herbe verschissen habe im Sprung. Aber du machst es gut. Boah, jetzt schon das zweite Mal hier den Sprung geschafft. Ich bin noch nie dahin gekommen. Ja. Achso, ja, das war nach hier. Das ist echt. Nein, man muss durchziehen, damit man auf die andere Plattform kommt. Mhm. Nein! Nein! Zu fest, ja, gleich. Das war zu fest. Schaffe, ich krieg uns noch, ja, ganz unten, keine Angst. Also sag Bescheid, ich bin wieder bereit auf jeden Fall. Bring uns noch einmal auf die andere Ebene wieder. Alter, oh, ich könnte so kotzen, dass. Oh, fuck, ey. Ich speichere nicht an diesem perfekten Lagerfeuer, echt nicht. Keine Angst. Im Zweifelsfall gibt es mir nochmal wieder. Also, ich bin ja jetzt auch kein Neuling hier, ne?
Kreuz. Schaffe ich diesen Sprung da nicht mehr, ey? Oh, das war zu nett. Nee, nee, alles gut. Jetzt Ruhe und springe ich sofort wieder. So meinst du? Ja. Genau das meine ich. So. Uhuhu. War knapp gerade. Okay, der war okay. Ja, der ist gut. So, jetzt kommt mein Nemesis. Du machst das Beste aus beiden zusammenpacken und ich mach's ab da wieder. Ich will auf jeden Fall in die Etage da drüber, ey. So, den will ich jetzt einmal nochmal schaffen. Sehr gut. Sehr gut. Juhu! Alles klar. Boah, ey. Eine Fasspunktlandung. Zack, aber nach oben springen. Alter, ich spring nicht da rückwärts. Ich kann auf jeden Fall nicht mehr, ey. Ja, boah, es hat Spaß gemacht, ist aber auch gleichzeitig sehr zermürbend. Also, ey, wir können nochmal rüberschalten. Also, wir haben jetzt 3 Stunden 32, 4380 Sprünge, 550 Fälle. Was ich sehr schön finde, und das müsst ihr einmal ganz kurz beachten, es gibt die Option aufgeben. Ja, das stimmt. Ja, ey, nächste Woche nochmal Jump King. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Zumindest würden wir nicht ganz, ganz hinten starten. Unten. Nee, das auf keinen Fall. Also wenn, starten wir da. Und nächsten Montag bei Monday Night Rock gibt es endlich die Bekanntgabe der neuen Nintendo-Konsole. Exklusiv. Bis dann. Ciao.